Hallo, wir sind die Konauen, das ist Julia, ich bin Marvin und gemeinsam haben wir uns zur Aufgabe gemacht, jungen Kindern, also Kindern und Jungen und Jugendlichen allgemein Programmieren beizubringen. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Musikschule. Das heißt also, dass Kinder und Jugendliche zu uns kommen, zu Nachmittagskursen und da echte Programmiersprachen lernen und nicht nur Programmiersprachen als solches, sondern dazu alles, was sie brauchen, um später eventuell mal Entwickler zu werden, wenn sie das denn möchten. Und da habe ich das schon angesprochen, es geht so einerseits ein bisschen darum, eine Berufsorientierung zu geben, aber letztendlich ist es so, dass digitale Medien einfach irgendwie inzwischen einfach alles durchdringen und jeden Beruf ein Stück weit durchdringen. Und da finden wir es einfach wichtig, dass junge Menschen da von vornherein ein Verständnis entwickeln, egal in welchen Beruf sie später einmal gehen, eben um in unserer digitalen Welt daran teilzunehmen, zu partizipieren und letztendlich sich dann auch als vollwertige Mitglieder da einbringen können. Die Idee mit Codenauten hatten wir schon ziemlich lange. Einige Jahre haben wir das so mit uns mitgetragen, so während des Studiums und allem. Wir haben immer wieder überlegt, ob wir das Ganze realisieren oder nicht. Und irgendwann haben wir bei einem Startup-Wettbewerb mitgemacht, wo es um eine Idee ging. Und da haben wir gewonnen. Und wir haben dort einen Probemonat im Trafo gewonnen. Das ist ein Coworking-Space hier in Braunschweig. Und da haben wir die ganze Hilfe von den Profis bekommen, unsere Idee zu realisieren, weiterzuentwickeln, zu planen, und dort haben wir auch den Raum gefunden, um das überhaupt durchführen zu können. Genau, gerade zu Anfang war natürlich das Problem, wenn man so eine Idee hat, hat man erstmal die und denkt sich, Mensch, wie kann ich da überhaupt anfangen? Und da war es einfach schön, Unterstützung von Menschen zu finden und von Räumlichkeiten zu finden, wo man das einfach auch starten kann, weil irgendwie so viele Sachen kann man zwar bei sich zu Hause im Büro, im Wohnzimmer sich überlegen, aber letztendlich kann man nicht 20 Kinder zu sich nach Hause einladen. Und da war das einfach für uns wichtig. Und die Idee, noch mal so ein Stück weit noch zurückzugreifen, ist eigentlich dadurch entstanden, dass Julia früher in Jugendzentren viel gearbeitet hat. Und da wird oft was mit Lego-Robotern gemacht, auch in Schulen ganz gerne mal. Und ich komme eigentlich aus dem Uni-Kontext, also ich habe in der Uni-Lehre gearbeitet und die Erst- und Zweitsemester da betreut. Und es war so ein bisschen diese Lücke dazwischen. Also einerseits gibt es die Lego-Roboter und ganz viele Scratch und ganz viele Programmiersprachen für Kinder explizit. Aber irgendwie gab es da nicht diesen Schritt weiter hin zu denjenigen, die dann irgendwann sagen, ja, ich möchte das als Profession machen. Und da ist halt irgendwie so eine Lücke, die uns halt einfach gestört hat, weil wir haben so, oder gerade Julia viel mehr als ich, jetzt rede ich zwar für dich, aber hat so ein bisschen gesehen, naja, viele Menschen trauen den Jugendlichen das nicht zu. Viele denken irgendwie, Programmieren ist irgendwie schwarze Magie, das ist total schwierig und man muss irgendwie so ein Mathe-Crack sein und irgendwie so ein bisschen seltsam. Und wir haben einfach gesagt, der Mensch, auch Jugendliche oder auch Kinder, bei uns ab 11 zum Beispiel, können das eigentlich, wenn man halt einfach nur hingeht und es ihnen ein bisschen anders erklärt. Also, sie wenn man, an die Hand führt. Genau, sie in die Hand führt, sie gut betreut. Es ist halt was anderes, ob ich 700 Studenten betreue oder ob ich bei uns ins 12 Gruppen mit 2 Leuten betreue. Dann kann man einfach auch in vermeintlich komplexe Themen, ja, ich sag mal, schülergerecht oder kinder- und jugendgerecht aufbauen. Vom Prinzip haben wir uns immer gedacht, so ab der Grundschule, also ab dann, wenn man so halbwegs sichere Lese- und Schreibfähigkeiten hat, ab dann ist es ideal. Wir haben aber auch sehr viele angefragt, tatsächlich von Kindergärten, ob wir da nicht so, ich sag mal, Stuhlkreisspiele machen können, die eben algorithmisches und logisches Denken fördern. Und in die Richtung gehen wir auch ein bisschen. Genau, also tatsächlich sind wir so als Kernidee wirklich eher so bei den Kindern und Jugendlichen, so. Weiß ab 11 eben. Ja, ab 11 sind wir in den Dreh gestartet, oder das war so ein bisschen so Grundidee. Dann haben wir eigentlich gesehen, Mensch, es geht viel weiter. Also es sind nicht nur die 11-Jährigen, 12-, 13-Jährigen, sondern es sind einerseits die Leute nach oben weg, die sagen, ich möchte mich in den Beruf orientieren. Und es sind andererseits als auch, wie gesagt, Kindergärten selbst, die gesagt haben, Mensch, ich will gerade die erkannt haben so ein Stück weit, dass es darum geht, auch Prozesse zu verstehen. Es geht ja nicht darum, wenn ich Programmiersprache lerne, jetzt irgendwie kann ich was programmieren. Das ist super, aber nicht für alle. Aber diese Prozesse, dieses Denken, wie kann ich mein Denken strukturieren, wie kann ich meine Aufgaben strukturieren, das sind einfach in Anführungsstrichen Fähigkeiten, die eher so bei dem Vehikelprogrammieren mitkommen. Ich vergleiche es mal ganz gerne zum Sport. Wenn ich zum Sport mein Kind zum Sport schicke oder selbst zum Sport gehe, dann lerne ich nicht Fußball, weil ich irgendwie einen runden Ball in eckiges Tor treten möchte. Es gibt vielleicht die 2, 3, die machen das als Beruf, aber irgendwie, es geht um Teamgeist, es geht darum, als Team zu agieren, es geht natürlich auch um sich sportlich fit zu halten etc. Und eigentlich so diese Anführungsstrichen Nebenaspekte sind eigentlich fast noch wichtiger als der Hauptaspekt, das Runde ins Eckige zu bekommen. Und so ähnlich ist es halt wie bei Programmieren auch. Klar, das Programmieren ist das Wichtigste oder ist der Kern. Aber alles, was darum mitgelehrt wird, das ist halt so ein bisschen, was uns auch besonders wichtig ist und auch besonders wichtig, das mitzugeben, weil es eigentlich mindestens genauso wie wichtig wie der eigentliche Kern ist. Genau.
Und wir verpacken das Ganze auch spielerisch. Also wir nennen uns zwar Programmierschule, aber wir sind schon weiter entfernt von dem typischen Unterricht, den man aus der Schule kennt. Wir haben zum Beispiel auch ein Programmierspiel entwickelt. Das ist ein Kartenspiel, in dem man lernt, Programmiercode zu lesen und kombinieren zu können. Und so sieht eigentlich unser kompletter Unterricht aus, dass wir ihn einfach spielerisch gestalten. Genau, also es geht bei uns im Unterricht ganz viel darum, Zusammenhänge zu verstehen. Nicht einfach nur, ich sag mal, ich setze mich nicht vorne und sage, tipp das mal alles ab und dann sagen alle, super, toller Effekt. Das ist das Typische, dann leuchten irgendwelche Lampen und alle sind glücklich erst einmal. Das ist cool, das ist für einen Effekt. Das macht auch irgendwie so als Effektcharakter durchaus Sinn. Aber es geht wirklich darum zu sagen, naja, wenn ich etwas habe, A, wie plane ich das und auch B, wie verpacke ich das? Also auch gerade zu sagen, ich kann Sachen auch viel bildlich machen. Also wir arbeiten ganz, ganz viel mit Bildsprache, dass wir ganz viel mit Piktogrammen arbeiten oder auch mit Struktogrammen, wo wir sagen, okay, was sind Abläufe, wie kann man das ein bisschen zeigen? Und dass wir nicht sagen, hier, tipp das mal ab und wow, cooler Zaubereffekt und dann gehen alle wieder, sondern ein bisschen die Idee dahinter, so ein bisschen hinter die Bits und Bytes zu schauen. Das ist einfach auch wichtig und da zu zeigen, das gibt es. Und wenn wir uns, oder gerade wenn Julia sich viel mit so Programmierbüchern beschäftigt für Kinder und Jugendliche, da ist dann so oft relativ zu Anfang, geht es dann um irgendwelche Speicherzuweisungen und auch sagt so. Auf Seite 3 möchte man es eigentlich zur Seite legen. Ja, also das ist sicherlich, es gibt so diese, ich sag mal, es gibt so diese 5%, die haben richtig Bock drauf und die lernen das auch allein mit dem Buch und alles ist super. Und für die sind diese Bücher wahrscheinlich auch genau das Richtige. Aber uns geht es halt darum, so diese 95 anderen Prozent zu erreichen und denen auch so ein bisschen zu zeigen, ja, was in ihnen steckt so ein Stück weit. Wir machen auch ganz viel gerne mit Haupt- und Realschulen insbesondere, weil wir das Gefühl haben, dass die oftmals in der Gesellschaft ein bisschen zu kurz kommen und alle sagen, Mensch, wir müssen jetzt unbedingt studieren und scheißegal was, aber Hauptsache erstmal studieren. Und auf der anderen Seite erleben wir das selbst oder hören oft die Berichte, dass viele sagen so, Realschüler, nehme ich den überhaupt noch? Am liebsten nehme ich nur Abiturienten für Bürotätigkeiten so ungefähr. Und das ist ein bisschen schade einfach, weil wir auch viele von denen vielleicht auch gar nicht das Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben und haben dann irgendwie eine 5 in Französisch oder in Bio oder was auch immer und sind dann irgendwie direkt vom Raster raus. Und das ist einfach so ein bisschen schade, weil nur weil die kein Französisch können, ist es kein Grund, dass sie nicht zum Beispiel super Programmierer werden können, die unsere Region ja eigentlich auch händeringend sucht. Und ich finde es ein bisschen schade. Wir finden es ein bisschen schade, dass da einfach einerseits gesagt wird, naja, wir müssten und wir bräuchten und ganz viele Fachkräftemangel und da kann man sich mit dem Klicker hinsetzen, wie oft das gesagt wird, das Wort. Aber man muss etwas tun und dann sollte man auch nicht dieses, ich sag mal, ungenutzte Potenzial liegen lassen, weil diesen Luxus haben wir nicht. Also wir können eigentlich nicht sagen, ach Mensch, hier 20% eines Jahrgangs, habt da nur Hauptrealschule, c'est la vie, so. Guck mal, wie er vielleicht zurechtkommt, sondern ist einfach ganz schade, weil diese jungen Menschen haben oft Talente, die einfach ein bisschen, da muss man ein bisschen schürfen und dann finden sie die Talente auch selber und dann sind die A für sich persönlich, auf persönlicher Ebene ein unglaublicher Fortschritt und Möglichkeiten, die sie da haben und auf der anderen Seite verstehe ich oder bin ich dann auch immer, dass ich denke, Mensch, als Gesellschaft sollten wir die nicht liegen lassen, weil das kann uns als Gesellschaft einfach auch weiterbringen, weil wir eben diese Fachkräfte ja eigentlich händeringend bräuchten und auch ein bisschen die Vorbildcharakter haben zu zeigen, ja, guck mal, ich habe vielleicht Hauptschule gemacht, so ungefähr, bin aber ein super toller Programmierer geworden und habe ganz tolle Sachen in meinem Leben erreicht. Und das finde ich einfach schade, dass da vieles, vieles vielleicht ungenutzt bleibt. Also in Schulen machen wir meistens Projekttage oder Projektwochen. So richtig in den Unterricht, da kommen wir leider nicht rein. Ansonsten fungieren wir komplett privat im Nachmittagsbereich, dass die Schüler einfach zu uns kommen. Und was wir dann zum Beispiel auch anbieten, wir bieten zum Beispiel Partnerschaften mit Unternehmen an. Das heißt also, Unternehmen können sagen, ich möchte was Gutes tun. Und dann können die wirklich Plätze für einzelne Schülerinnen und Schüler, ja, ich sag mal, sponsoren. Im weitesten Sinne, ich glaube, finanzieren ist das richtige Wort. Sponsoring müssen dann noch ein Trikot tragen. Aber wo es dann wirklich darum geht, okay, die finanzieren für Einzelne, die aus vielleicht so sozial schwächeren oder ökonomisch schwächeren Bereichen kommen, einfach auch Plätze. Das ist dann so eine Sache, wo wir auch sagen, dass uns das wichtig ist, da den Kontakt herzustellen und sagen, hier guckt mal, das könnte euer potenzieller Mitarbeiter sein. Nicht nur irgendwie die ganze Zeit traurig sein und bei, Jobportalen einen, die nach dem nächsten rausschreiben, aber nichts tun. Und da bieten wir einfach Unternehmen das an. Da gibt es auch einige, die das schon wahrgenommen haben, wo wir auch echt glücklich und dankbar für sind, dass es Unternehmen gibt, die sagen, ja, ich investiere in junge Menschen, die vielleicht nicht einen optimalen Start gehabt haben. Und da gehen wir natürlich auch wieder mit Lehrern zusammen und sagen, okay, gibt es welche, habt ihr welche, wo ihr sagt, da seht ihr grundsätzlich Potenzial oder die könnt ihr euch das vorstellen. Vor allem Interesse. Oder vor allem Interesse, das ist vielleicht noch viel wichtiger als Potenzial, die von sich aus ein bisschen das Interesse haben. Und Lehrer wissen das oftmals natürlich über ihre Schüler auch so ein Stück weit. Ja.
oft entwickeln auch die Schüler in unseren Projektwochen erst das Interesse. Wir hatten einmal eine Schülerin, wir haben eine Woche mit denen einen Quiz programmiert und wir haben sie irgendwann zufällig in der Stadt getroffen und dann hat sie uns erzählt, sie hat für ihren kleinen Bruder einen Vokabeltrainer programmiert mit dem Know-how, das sie bei uns mitgenommen hat. Also auch total super, wenn wir dann solche Geschichten mitbekommen, was da, sich daraus alles entwickelt hat. Sie wollte aber gar nicht Programmiererin werden, aber sie fand es toll einfach, dass sie jetzt diese Möglichkeit hat, das selbst zu machen. Ja, das finde ich auch mal schön, weil viele dann zu Anfang sagen, oh, auch gerade weil sagt Mädchen, wie so, ist ja irgendwie so sehr technisch und so. Und das ist immer ein bisschen schade, dass da der Mut einfach oftmals fehlt. Und wie gesagt, ich habe es schon vor Anfang gesagt, viele sagen halt irgendwie, schwarze Magie, ich muss irgendwie voll gut sein. Und vielen fehlt der Mut. Und da möchten wir auch so ein bisschen inspirieren und sagen, Mensch, guckt mal, ihr könnt das, das steckt in euch. Das ist auch gar nicht so schwer. Es ist, wie gesagt, in der Grundschule wird Englisch gelehrt. Also es ist nicht so schwierig. Und eine englische Sprache ist gewachsen über Jahrhunderte. Das ist noch viel undurchsichtiger, sage ich mal, was Regeln angeht. Von daher finde ich das immer schade. Und da ist halt wirklich so, dass es einfach auch schön ist, die Schülerinnen und Schüler wiederzusehen, zu sehen, wie sie wachsen, wie sie irgendwie eigene Projektideen haben und dann immer wieder kommen und sagen, ich wollte das noch machen und könntest du mich da nicht nochmal helfen oder die Datenbank funktioniert nicht, kannst du mal gucken, ich habe da so einen Fehler. Und das ist einfach eine Sache, die einem ja wirklich, das finde ich einfach schön. Corona, also von heute auf morgen sind natürlich unsere Kurse komplett weggefallen. Wir mussten alle Eltern anrufen und sagen, dass das erstmal auf unbestimmte Zeit pausiert. Das war schon ein ganz schöner Schock. Also wir saßen da auch eine Woche und wussten nicht, wie geht's weiter? Geht's überhaupt weiter? Das war schon. Es ist ja auch, war auf jeden Fall ein großes Hin und Her. Dann wusste man nicht, dann sagte ich, nach den Osterferien, dann rufst du alle an und sagst, also nach den Osterferien könnten wir vielleicht so die zweite Woche, dann rufst du wieder an und sagst, also das mit nach den Osterferien. Hat sich wieder erledigt. Es ist so ein Hin und Her gewesen, das natürlich auch anstrengend ist. Man plant immer irgendwie den nächsten Step und die Schritte sind definitiv wichtig gewesen, auch richtig. Aber es ist natürlich als für uns schwierig gewesen, immer hot, dann dieses, dann jenes. Das ist auf jeden Fall auch ein unglücklicher Zeitpunkt gewesen. Gerade neu, eigentlich sollten nach Ostern neue Kurse beginnen und dann muss man irgendwie allen Leuten sagen, neue Kurse, das ist jetzt erstmal nicht. Das war unpraktisch. Corona hat auf jeden Fall auch neue Chancen für uns eröffnet. Wir haben zum Beispiel relativ viel in Lehrerbildung gemacht. Das heißt, wir haben von sehr vielen Schulen die Lehrer weitergebildet, wenn es darum ging, wie kann ich verschiedene Tools benutzen, um meinen Unterricht jetzt digital abzubilden. Und natürlich einerseits, sag mal so, einerseits als Krisenmanagement-Tool, also für Corona und für eventuell nochmal eine zweite oder wie viel Welle auch immer da vielleicht noch kommen mag, sei es Corona etwas anderes, aber auch so ein bisschen die Möglichkeit zu zeigen, hey, was gibt es denn für Tools, was könnte ich denn machen und wie kann ich vielleicht meinen traditionellen Unterricht mit weiteren Tools, ich sag mal, anreichern, das ist vielleicht das richtige Wort. Und da haben wir viel gemacht, wir hatten Lehrerweiterbildungen. Genau, wir hatten ursprünglich auch mal überlegt, ob wir natürlich dieses typische Ding machen. Wir machen einfach alles noch als Online-Kurs. Das ist leider, da haben wir uns dagegen entschieden, das funktioniert einfach nicht vernünftig. Man hat zu großen Betreuungsaufwand und, also nicht Aufwand, sondern die Kinder und Jugendlichen haben halt irgendwo ein kleines Problem. Man müsste eigentlich bei jedem dahinter stehen und würde ich sagen, okay, guck mal hier und guck mal da. Und das hat dann nicht funktioniert, da haben wir uns dagegen entschieden. Also es ist möglich, aber nicht in dieser Qualität, die wir halt bieten möchten. Es geht nach den Ferien, gebieten wir wieder Kurse an. Also nach den Sommerferien gibt es dann quasi einen frischen Start. Dann ist quasi ein Quartal oder Trimester ausgefallen. Mehr oder minder, dann geht es nach den Sommerferien mit neuen Kursen oder den Kursen, die noch pausiert sind, weiter. Aber dafür haben wir Zeit für andere Dinge, wie zum Beispiel diese schöne Aufstellung. Genau.